Langsam aber sicher wird es wieder wärmer und wärmer draußen und Leute, der Frühling kommt und was brauchen wir da? Neue Frühlingsoutfits. So Leute, ich habe einfach ein paar Klamotten bestellt bei verschiedenen Online-Shops und habe die Klamotten mit meinen aktuellen Klamotten so ein bisschen kombiniert und zeige euch jetzt einfach meine Lieblings-Frühlings-Outfits, die ich aus diesen Kleidungsstücken zusammengestellt habe. Starten wir mit dem ersten Look. Bei dem ersten Look trage ich braune Ledersneaker von Suit Supply. Das sind wirklich richtig schöne Ledersneaker und was ich an diesen Ledersneakern echt besonders mag, ist die helle Sohle und dazu halt das Braun. Und da drauf trage ich eine Hose von H&M, eine relativ feine Hose. Und das Schöne an der Hose ist, dass es nicht nur ein schönes dunkles Blau ist, was dann dementsprechend hochwertig wirkt, sondern auch dieses feine karierte Muster und zwar auch in der Farbe Beige, welche sich in den Schuhen wiederfindet und auch später nochmal in dem Oberteil. Als Oberteil trage ich ein schweres Baumwoll-T-Shirt von H&M und aufgrund des Oversize-Looks macht es das Outfit einfach ein bisschen entspannter. Und auch hier nochmal schön, dass man die Farbe vom T-Shirt auch nochmal in der Hose wiederfindet, als auch nochmal in der Sohle der Schuhe. Obendrauf trage ich dann noch einen Mantel, ein super cleaner, minimalistischer Mantel mit einer versteckten Knopfleiste. Was ich hier an dieser Stelle auch sehr schön finde, weil das rundet diesen clean, minimalistischen Look einfach ab. Den Mantel kann man auch gut zum Beispiel über einen Anzug tragen. Und ich finde, wenn man sich das ganze Outfit von oben bis unten einfach anschaut, das harmoniert einfach sehr schön mit den Sneakern, mit dem Muster und dem Oberteil. Also das passt wirklich sehr schön zusammen und ist wirklich super für den Frühling. Machen wir weiter mit Outfit Nummer 2. Hier trage ich meine klassischen weißen Ledersneaker. Da drauf eine Crop Trouser. Und diese Crop Trouser ist ein bisschen besonders, hatte ich das Gefühl, weil sie einfach eher gefühlt wie eine Jogginghose sitzt, aber gleichzeitig wirklich elegant ist und wirklich mir perfekt gepasst hat. Die hat oben dann noch so einen Bund, damit man sie einfach schön zuziehen kann. Und die Hose hat wirklich sehr schön gepasst. Auch von der Länge her saß sie top. Und in Kombination dazu mit den Ledersneakern und den Oberteilen hat das wirklich sehr gut gepasst. Darauf trage ich dann ein weißes, cleanes, schlichtes T-Shirt von Uniqlo. Das Supima T-Shirt, schön eng anliegend. Und darauf dann eine Jacke, und zwar eine Hemdjacke mit aufgesetzten Brusttaschen. Die Hemdjacke wirkt so ein bisschen military-mäßig, also so ein bisschen kommunistisch. Finde ich aber ganz cool, weil sie all in all auch einen clean, einfachen, schlichten Look hat. Und das Schöne an dieser Jacke ist, dass sie auch von der Farbe her so einen hellen Grauton wirklich easy zu kombinieren ist mit sämtlichen anderen Kleidungsstücken. By the way, wenn du grundsätzlich weitere Informationen haben möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check mal das E-Book, den Men's Style Guide aus. In diesem E-Book gibt es einfach so grundsätzliche Guidelines, die wir Männer kennen müssen, ja, damit wir uns einfach vernünftig kleiden können. Und mit dem Gutscheincode DALENQUARTE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Wie gesagt, kannst du einfach ganz einfach aufs Handy runterladen, lies es dir durch. Das hilft dir auf jeden Fall ein Stück weit weiter, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht. Machen wir weiter mit dem nächsten Outfit. Und das nächste Outfit ist eigentlich das perfekte Outfit, wenn man irgendwie beim Frühlingsabend beim Nachbarn eingeladen ist zum Grillen oder auf ein Bierchen, denn das passt dafür einfach perfekt. Bei diesem Outfit trage ich unten Chuck Taylor All-Stars, also Chucks und in einer interessanten Farbe im Hellblau, passt auch sehr gut zum Frühling. Mir persönlich sind die Chucks einfach immer ein bisschen zu groß, wenn ich meine ganz normale Größe bestelle, also achtet darauf, dass ihr eure Chucks, wenn ihr welche kauft, einfach ein bisschen kleiner bestellt. Darauf dann eine weiße Jeans, eine weiße Karottenjeans, einfach geschnitten, clean und schlicht, und darauf trage ich als Oberteil ein dunkelblaues T-Shirt und halt auch eine dunkelblaue Bomberjacke, ebenfalls hier mit aufgesetzten Brusttaschen. Die Bomberjacke macht das Outfit einfach nochmal so ein bisschen hochwertiger, denn die Bomberjacke hatte einfach auch wirklich sehr hochwertige Verschlüsse. Die habe ich vor einem halben Jahr bei Zara gekauft und gerade diese Rippchen auch an den Enden der Bomberjacke, die lassen die Bomberjacke einfach hochwertig aussehen und dementsprechend macht die Bomberjacke dieses Outfit einfach all in all wertig. Machen wir weiter mit Outfit Nummer 4. Hier trage ich wieder meine braunen Ledersneaker von Suit Supply und die weiße Jeans, die weiße Karottenjeans, ganz clean, einfach, schlicht geschnitten. Darauf trage ich dann dieses grüne T-Shirt hier, was ich jetzt hier trage. Ist ein Premium-Cotton-T-Shirt und das fühlt man einfach auch, dass es einfach Premium-Qualität ist. Das ist auch von der Farbe einfach ein bisschen satter und glänzt sogar schon fast ein bisschen. Also einfach ein etwas hochwertigeres T-Shirt. Darauf trage ich dann eine Bomberjacke und zwar aus Leine. Bomberjacke gibt es ja aus verschiedenen Materialien.
Materialien und hier einfach mal Leine. Leine knittert natürlich sehr schnell, aber Leine knittert hochwertig, denn die Jacke wirkt einfach auch hochwertig. Und das sieht man A an den Zippern und auch an den Enden wieder. Das sind einfach ein bisschen feinere Enden. Und wenn man sich den Overall-Look anschaut, ist es eigentlich wirklich ein richtig schöner Frühlingslook, den man auch vielleicht sogar im Sommer tragen kann. Machen wir weiter mit dem letzten Outfit und das letzte Outfit beginnt identisch wie das vorherige und zwar mit den braunen Ledersneakern und der weißen Jeans. Ich fand die Kombination mit braunen Sneakern und weißen Jeans echt cool, gerade für den Frühling oder auch für Sommerlooks finde ich diese Kombination einfach cool. Hier haben wir jetzt aber obenrum ein bisschen was anderes an und zwar ein gestreiftes Hemd mit Haifischkragen und darauf ein Trenchcoat. Der Trenchcoat ist ein hochwertiger Trenchcoat von Mango und der Trenchcoat, den sollte man einfach im Kleiderschrank haben als Mann, denn so ein Trenchcoat kann man, wie man jetzt hier zum Beispiel sieht, gut mit einem Casual-Look tragen, aber auch perfekt zum Beispiel mit einem Anzug einfach drüber ziehen. Das passt auch immer gut. Und Leute, was man hier an diesem Outfit wieder sieht oder auch an anderen Outfits, dass sich die Farbwelten einfach hier und da einfach wiederfinden und einfach auch gut zusammen matchen. Und wenn das der Fall ist, auch bei deinen Outfits, das zeigt einfach A, dass du es verstanden hast und B, rundet das einfach auch das gesamte Outfit ab, also den gesamten Look, wenn man weiß, wie die Farben miteinander harmonieren. So Leute, schreibt auch gerne mal jetzt in die Kommentare unten rein, was euer Lieblingsoutfit war von diesen vorgestellten Outfits. Ich persönlich hatte übrigens zwei. Einmal das Outfit zum Grillen gehen mit den Chucks, ja, das fand ich ganz lässig, nice und sportlich. Und das letzte Outfit hat mir auch super gut gefallen mit dem Trenchcoat, weil sich das einfach von den Farben harmoniert hat. Ach nee, das erste war auch sehr nice. Ah Leute, wisst ihr was? Schreibt mal in die Kommentare rein, welche Outfits euch am besten gefallen hat. Mir haben tatsächlich auch alle sehr gut gefallen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Kleiden im Frühling. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.